Herzlich willkommen zum Unternehmer-DNA-Podcast. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und hier geht es rund um die Themen des Unternehmerdaseins. Egal also, ob du gerade am Anfang stehst oder bereits ein erfolgreiches Unternehmen führst. Du profitierst hier von den Erfahrungen anderer Unternehmen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Hier in dieser Folge geht es nun um das Thema FeWo, FeWo-Absicherung und vor allem, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, FeWos richtig abzusichern. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich habe mich auf die Absicherung von Ferienunterkünften spezialisiert. Und das Ganze ist in der Tat durch einen Zufall entstanden, weil ich selbst in dieses Geschäftsmodell reingerutscht bin. Und du musst dir mal vorstellen, wir hatten die erste Unterkunft und natürlich haben wir erstmal darauf geachtet, was ist zu beachten, wie kriegen wir die ersten Gäste, wie muss unsere Anzeige aussehen, wie sehen die Fotos aus. Und das Thema Versicherung, natürlich komme ich aus der Branche, war aber auch da jetzt nicht das Erste, was ich sofort abgesichert habe. Und nachdem nun alles stand, war natürlich der Gedanke da, wie sichert man das Ganze denn überhaupt ab? Und da wurde es ziemlich dünn. Und das war die Geburtsstunde des FeWo-Konzepts. Denn aus der Erfahrung heraus, wie das Ganze individuell in einem Konzept abgesichert werden muss, habe ich erkannt, dass diese Absicherung so am Markt gar nicht gibt. Und nun habe ich einfach darüber geredet und die ersten Kontaktpunkte gehabt. Das heißt, das Konzept, was ich selbst genutzt habe, habe ich nun anderen vorgestellt und aufgezeigt, wie es mit der Haftung aussieht, wie ist die Inventarabsicherung geregelt und wie kann man das rechtliche Thema absichern. Und so habe ich dann einfach die ersten Kunden akquiriert und daraufhin das Ganze sofort in ein Konzept runtergebrochen, sodass wir das nun systematisch anbieten können. Mittlerweile habe ich täglich Gespräche mit Inhabern von Ferienunterkünften, die genau dieses Thema abgesichert haben wollen. Und dabei spreche ich mit Unternehmen oder Privatleuten, die gerade erst anfangen, entweder über die Vermietung und Verpachtung oder Unternehmen, die jetzt gerade erst gegründet haben und ihre erste FeWo einrichten. Auf der anderen Seite habe ich auch Gespräche mit bereits bestehenden Unternehmen, die seit Jahren am Markt sind und entweder gar keine Absicherung haben oder eine Absicherung haben, die aber im Falle der Fälle nicht leisten würde. Jetzt habe ich mir einfach überlegt, okay, wer ist denn im Besitz meiner Zielgruppe? Bin auf die Leute einfach zugegangen und habe von meinem Konzept erzählt. Und wenn du eine Sache selbst durchführst und dahinter stehst, dann kannst du das auch gut übermitteln. Und natürlich habe ich das auch gemacht. Somit habe ich dann nach und nach die Leute überzeugt, dass unsere Dienstleistung nicht nur für sie selbst wertvoll ist, sondern auch für die Community, die sie betreuen. Und zack, aus der Geburtsstunde des FeWo-Konzepts ist nun ein Konzept geworden, welches wir bundesweit anbieten. Und wie das bei den meisten Dingen ist, kommt eins zu dem anderen. Der nächste Kunde empfiehlt dich, du sammelst die ersten Bewertungen und so weiter. Sodass wir dieses Jahr beispielsweise unsere erste Messe besuchen. Was will ich dir damit sagen? Dass das Unternehmertum dir immer das gibt, was du verdienst und vor allem eine Sache bestätigt. Wenn es auf der einen Seite eine Nachfrage gibt und du ein richtiges Angebot dafür hast, dann gilt es nur, diese beiden Seiten zu verbinden und das Ganze systematisch anzubieten. Mittlerweile haben wir in unserer Agentur viele Dinge, die wir systematisch angehen. Und am Ende ist es immer das gleiche Spiel. Und dabei ist eine Sache unheimlich wichtig. Die Qualität muss immer so hoch wie möglich sein. Und das kriegst du nur hin, indem du das Ganze systematisch angehst. Und das war für mich für den Anfang ziemlich schwer zu begreifen. Und mittlerweile führt nichts an meinem System vorbei. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du dazu denkst und vor allem, wenn du selbst Unternehmer bist, wie du das Ganze angegangen bist und vor allem, wo du aktuell stehst. Ob du ebenfalls so systematisch bist oder das Ganze ziemlich individuell hältst. Nun zurück zum Kontext. Jetzt ist das FeWo-Konzept entstanden und wir haben aus diesem Konzept viele Kunden begeistern können. Und diese Kunden haben uns natürlich weiterempfohlen, sodass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir neben unseren bestehenden Kunden viele Neukunden dazu bekommen und gar nicht mehr hinterherkommen. Die erste Stellschraube ist natürlich, Prozesse noch feiner zusammenbringen, sodass wir mehr Zeit gewinnen. Das haben wir gemacht und sind nun an dem Punkt,
wo wir neue Leute brauchen, die uns dahingehend unterstützen. Wenn du also an dieser Stelle hellhörig geworden bist oder jemanden kennst, der eine neue Herausforderung sucht, dann teile einfach diese Folge mit dieser Person. Rund um dieses Video wirst du alle Links finden und kannst so dann auch nochmal auf unserer Karriereseite vorbeischauen, was wir aktuell überhaupt suchen. Was will ich damit sagen? Manchmal rutschst du in eine Sache rein, die du so gar nicht auf dem Plan hattest und auf einmal merkst du, ja wow, warum ist mir die Idee nicht früher gekommen? Und jetzt ist es unheimlich wichtig, dran zu bleiben, dieses System immer wieder zu verbessern und das Ganze auch massiv in die Sichtbarkeit zu bringen. Wenn dir diese Folge bislang gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du eine positive Bewertung hinterlässt. Tu mir und auch dem Podcast einen Riesengefallen, indem du diese Folge vielleicht einfach in deiner Story teilst. Verlinke mich gerne auf Social Media dazu. Jetzt weiter mit dieser Folge. Ich war jetzt vor kurzem mit dem Camper unterwegs und habe überlegt, was wir machen können, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und auch da ist es ziemlich einfach. Du kannst ja mal jetzt gleich reinschreiben, was du denn denkst, was man machen kann. Und auch da ist es eigentlich ziemlich einfach. Du kannst ja mal kurz überlegen, was du gerade denkst. Und ich habe mir auch diese Gedanken gemacht und dann dachte ich mir, gut, du gehst einfach noch öfter online. Also steigerst deine Sichtbarkeit, um noch mehr Menschen zu erreichen. Jetzt habe ich mir überlegt, was ist denn realistisch? Wie oft kann ich dann online gehen? Bis dato war ich einmal am Tag online, Montag bis Sonntag und das auf 4 Plattformen gleichzeitig. Das heißt 20 Videos in einer Woche, die in die Sichtbarkeit gehen. Und jetzt dachte ich, gut, okay, wie sieht's dann aus, wenn ich das Ganze verdoppel? Lange Rede, kurzer Sinn, Redaktionspläne angeschaut, überlegt, wie man das machen kann und zack, habe ich mir einfach noch ein bisschen mehr Zeit für die Videos genommen und die Bearbeitung mit unserer Social-Media-Mitarbeiterin einmal kurz abgestimmt und nun sind wir, ich glaube, bis knapp einen Monat im Voraus so verplant, dass wir Montag bis Sonntag 2-mal online gehen. Somit gehen unsere Videos mindestens, und das ist nur ein Kanal, 28-mal auf 4 verschiedenen Kanälen online. Du musst dir mal überlegen, das sind einfach 112 Content-Einheiten die Woche. Ich bin gespannt, wir machen das Ganze jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, knapp eine Woche. Und ich merke jetzt schon, wie die Sichtbarkeit enorm durch die Decke gegangen ist. Also auch da kann ich dich nur einladen, wenn etwas funktioniert, dann einfach nochmal Gas zu geben, nochmal eine Schippe raufzulegen. Und wenn ich das jetzt so erzähle, kriege ich Gänsehaut, denn du musst dir mal überlegen, wir haben ja verschiedene Systeme und zugegeben, manchmal ist es vielleicht auch zu detailverliebt, aber wenn wir jetzt mal das Positive rausnehmen, haben wir beispielsweise auf einer Kampagnenseite eine vollautomatisierte Qualifizierung über die künstliche Intelligenz. Nun können wir das Ganze 1:1 adaptieren für das bestehende Projekt und nun die Vorqualifizierung beispielsweise für das Konzept im Febo-Business adaptieren. Und das sind Dinge, wenn du sie einmal entwickelt hast, kann sie dir keiner nehmen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich für meine Sache so sehr brenne, weil ich aus tiefster Überzeugung dahinter stehe und es mir unheimlich Spaß macht, jedes Mal eine Schippe raufzupacken. Das war ein kleiner, kurzer Einblick in die Absicherung von Ferienunterkünften und vor allem, wie das Ganze entstanden ist. Netter Nebeneffekt auf der anderen Seite, dadurch, dass ich jetzt da in diesem Konzept so tief verankert bin und in verschiedenen Communities bin, partizipiere ich natürlich auch für die eigenen Ferienunterkünfte und adaptiere immer wieder Dinge, die andere sehr gut machen für unsere Ferienunterkünfte. Eine Win-Win-Win-Situation. Eine Win-Situation für unsere Kunden, eine Win-Situation für meine Allianz-Agentur und eine Win-Situation für unser Fevo-Business. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du dazu denkst. Das ist das, was mir wirklich viel bedeutet. Und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify, je nachdem, wo du gerade reinhörst. Ich freue mich, von dir zu lesen und bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetz dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.